Five out of seven. Ja, nice. Wir hatten das gepostet. Dr. Freud. Das war entweder Frodo oder das war Flo. Aber five out of seven, ja, sehr gut. Finde ich gut. Aber was ist das für eine Wertungsskala? Five out of seven. Wir spielen jetzt. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ich lasse euch jetzt mal einfach abstimmen. Entweder wir spielen jetzt Super Fidget Hero oder wir spielen Railroad Crossing Game. Ein Spiel, bei dem du der Bahnübergang bist. Jetzt warte ich mal einfach ab, was ihr interessanter findet. Ein Spiel, in dem man ein Bahnübergang ist oder ein Spiel mit einem Superhelden, der Super Fidget Hero heißt. Okay, es ist bisher noch sehr, sehr gemixt, aber ich sehe auf jeden Fall mehr Stimmen für Railroad Crossing. Dann machen wir das mal. Oh, nice Mucke. Ich bin echt gespannt. Oh Gott, das Menü. Ich bin echt gespannt, ob das jetzt besser oder schlechter wird. Alter, die Mucke ist richtig nice. Ist bestimmt irgendwo geklaut. Falls einer von euch den Song kennt, sagt mir Bescheid. Alter, krieg ich schon richtig Bock aufs Spiel, Mann. Okay, cool. Play More Exit. Wir gehen natürlich erstmal auf More. Ah, cool, da kommen wir direkt auf die Amazon-Seite. Vielen Dank, das brauchen wir nicht. Es ist so vielen Gesichtspunkten einfach so schlechtes Spieldesign. Du hast drei Buttons im Menü. Einer lässt sich das Spiel spielen, einer lässt sich das Spiel beenden und ein anderer führt dich gleich mal auf eine Werbeseite. Da weißt du gleich, was los ist. Okay, oh, Stage 2 haben wir noch nicht freigeschaltet. Ich habe das Gefühl, die Musik läuft auch einfach weiter. Oh Gott, war das gerade ein Virgin-Zug? Ich glaube nicht, dass sie die Rechte daran haben. Listen to train sound and stop vehicles on barrier to avoid accidents. Okay, ich muss auf den... Funktioniert das auch so im echten Leben? Sitzen da Menschen am Bahnübergang, die hören? Hm, da kommt ein Zug, ich lass mal schnell runter. Use this button to open the signal. Use this button to close the signal. Okay, cool. Make sure to close the barriers to avoid collision with train. Okay, also ich muss jetzt darauf achten, wann der Zug kommt und muss rechtzeitig die Schranke runterlassen, damit die Autos da nicht reinfahren. Keep an eye on timer 2. Den Text hätte man auch wenigstens zentrieren können, Leute. Mein Gott. Okay, cool. Oh, da kommt ein Zug. Nein, runter. Nein, runter. Nein, sorry. Scheiße, die waren ja schon unten. Oh, what the fuck? Schnell fahr, Junge. Fahr. Oh, nein. Erster Tag im Job. Und gleich mal verkackt. Okay, restart. Das kriegen wir besser hin. Ja. 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 Oh, der ist ja richtig schnell. Warum hupst du? Was ist das da hinten? Was sind das für Lamas? What the fuck? Was? Warum ist der Mensch größer als das Gebäude und warum ist das Lama noch größer als der Mensch und das Gebäude? What the fuck? Okay, cool. Score. Warum fahren die alle so fucking langsam? Alter Falter! Diese Lamas! Naja, oh! Oh nein, nein, du musst da durch! Fahr, Junge! Fahr! Ihr dürft nicht mehr! Okay, puh, Glück gehabt. Die Stage haben wir geschafft. Na, nächste Stage hier. Ich frag mich, was als nächstes kommt. Kamele hatten wir jetzt. Oh, es ist dunkel. Das macht's ja noch viel schwieriger. So, lass mal einfach mal unten, ne? Hier, guck mal, mit Echtzeitbeleuchtung und so im Spiel. Krass, Mann. Jetzt kommt da noch einer? Leute, warum fahren die so dicht hintereinander? Ach so, es sind drei Spuren.
Ah ja, natürlich. Dieses Spiel ist so spannend, ich glaube, ich kann mich kaum noch auf dem Stuhl halten. Ich muss eine bestimmte Anzahl von Autos schaffen, so wie es aussieht. Oh, ein Quad, cool, nice. Oh no! Oh no, keiner fährt mehr, bitte. Oh, hier, ich sehe gerade, wir haben auf Twitch einen Spambot, den werde ich mal direkt blockieren. Zack. Ich weiß nicht, ob gerade ein Mod zuschaut. Oh, Mist, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Scheiße. Oh, jetzt wird's knapp. Okay, ein Auto haben wir noch durchgekriegt. Wenn euch jemand im Chat nervt, könnt ihr aber auch einfach selber auf den Namen klicken und einfach blockieren. Oh fuck, die Stage schaffe ich nicht. Verdammt, ich habe mir zu viel Zeit gelassen. Okay, ist kein Mod da. Dann tut mir einfach gefallen, falls euch einer nervt, klickt einfach auf seinen Namen und blockiert ihn. So, 10 out of 10 Graphics. Okay, komm, die Stage schaffen wir doch, oder? 1,40 für 8 Autos, das kriegen wir hin. Ich frage mich, warum ich auf die Geräusche der Züge achten soll, wenn da Symbole sind, die anfangen zu blinken auf der Spur, wo ein Zug kommt. Das ist doch dann keine Herausforderung mehr. Alright. Happy fahren. Oh nein, 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 nein. So. Oh, Dr. Freud hat ihn gesperrt. Vielen Dank. Das muss ja dann Flo sein, der zuschaut. Grüße gehen raus. Oh nein! Wie soll ich das denn? Das geht gar nicht! Wenn da jetzt wieder 3 Züge kommen, dann das dauert jetzt wieder 30 Sekunden. Ich kann doch in der Zeit jetzt nicht noch 5 Autos rüber schaffen. Vielleicht kommt ja nur einer. Wir gucken mal. Mache ich euch schon mal auf. Okay, jetzt müssen wir den Daumen drücken hier, dass noch 5 Autos in 30 Sekunden rüberpassen und kein anderer Zug mehr kommt. Oh nein! Das ist doch gar nicht zu schaffen. Hat das schon mal jemand getestet? Das geht nicht. Ich habe noch 8 Sekunden und brauche noch 3 Autos. Und da kommen noch mehr Züge. Dieses Spiel hat glaube ich, niemals sowas wie eine Qualitätssicherung erfahren. Wenn du schon das zweite Level technisch gesehen nicht schaffen kannst. Habe ich irgendwas übersehen? Kann ich irgendwas anklicken, um Zeit zu kriegen? Okay, aber die Züge scheinen auf jeden Fall nicht zufällig zu sein. Also, es kommen immer die gleichen Züge. Jetzt müsste der in der Mitte gleich wieder kommen. Oder? Jetzt kommt keiner. Ach, guck an. Dann sind die Züge zufällig. Okay, dann ist einfach zufallsbasiert. Dann musst du einfach hoffen, dass Züge selten genug kommen, damit du das bei so knapper Zeit tatsächlich schaffen kannst. Klausi fragt, Moment. Kaido of 1000 Beasts fragt, wie wohl Level 3 aussieht. Ich bin auch schon so gespannt. Oh Gott! Schnell, schließt die Schranken! Okay, 4 Autos haben wir drüben. Hälfte der Zeit ist um. Ich hoffe, der Bus zählt doppelt. So, jetzt aber schnell hier. Komm, das Quad kriegen wir auch noch rüber. Da müssen doch noch 2 Autos kommen jetzt, Mann. Ich kann meine Score auch nicht verwenden, um... Ist halt auch sinnlos, die Score. Ich meine, du hast im Grunde als Anzeige, wie viele Autos drüber sind. Dann macht die Score überhaupt gar keinen Sinn. 15 Sekunden. Die beiden Autos müssen es rüber schaffen. Und jetzt kommt ein Zug. Leck mich am Arsch. Das ist nicht zu schaffen. Das geht nicht. Ich muss ja jetzt zumachen, sonst verliere ich ja instant.
What the fuck, Mann? Spiel, ernsthaft? Okay. Okay, okay. Letzter Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, dann deinstalliere ich dieses Spiel auf der Stelle. Ich habe hier auch gerade einen Tipp aus dem Chat bekommen, der sehr clever ist. Eigentlich brauche ich nur zwei der vier Schranken bedienen. Ich weiß gar nicht, warum es da überhaupt vier Schranken zu bedienen gibt. Weil die können überhaupt mal direkt die ganze Zeit offen bleiben. Oh, der Asmugel hostet uns mit 65 Views. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Das freut mich doch sehr. Grüße gehen raus an den Angelo. Bewertung minus 5 von 7. Ja, cool. Ja, wenn keine Autos kommen, kann ich da auch nicht gewinnen. Okay, vielleicht haben wir eine Chance. Vier, da hinten kommen schon zwei. Wir haben noch 40 Sekunden, wenn die zwei Züge vorbei sind und aus der anderen Richtung auf welche kommen. Da ist ein dritter. Wir können es schaffen. Ich bin echt hardcore gespannt, wie Stage 3 aussieht. Komm, 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 Junge. Zieh! Zieh! Da kommt das dritte Auto. Leute, ich sag's euch. Ich sag's euch. Das ist es. Das ist es. Ich sag's euch, wir haben's. Stage 3 ist unser. Yes! Nice. Guck mal, wir hätten noch mehr geschafft. Wir hätten locker 10 gemacht. Easy. Ach, guck mal. Warum haben wir jetzt nur 2 Sterne von 3 bekommen? Was hätte ich anders machen können? Boris Bratwurst schreibt, probier's mal mit oben, oben, unten, unten, links, rechts, BA. Das ist der Konami-Code, oder? Eieieiei. Okay, Level 3. Ich bin so gespannt. You are a great railway operator. Keep an eye on the timer too. Oh, Schnee. Mit Schneemännern. Ja dann. Happy fun. Ich hoffe, hier gibt es keine Unfälle bei dem ganzen Schnee. Oh, 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 oh. Zukommt, zukommt. Schnell runter. Oh, was ist das für ein Modell? Das ist doch hier... Ist das nicht Deutsche Bahn? Gibt es hier irgendwelche Zug-Nerds im Chat, die wissen, was das für ein Modell ist? Ist halt auch so ein Spiel zum echt gemütlich müde werden und so, zum Einschlafen. Kommen keine Autos mehr. Ist halt cool. Ein Spiel, wo du Punkte dafür kriegst, dass Autos über die Straße fahren und keine Autos kommen. Ja, ist schön hier. Jetzt kommt natürlich der Zug. Natürlich kommt jetzt der Zug. Oh no! Junge, nein! Tu's nicht! Oh, ich hab ihn aufgehalten. Er wollte sich umbringen. Habt ihr das gesehen? Okay, schaffen wir noch 5 Autos? Da hinten kommt noch eins. Ich überlege gerade, wie so ein Spiel entsteht. Oh, da hinten kommen 3. Das könnten die 3 sein, die wir brauchen, aber die schaffen das niemals in 12 Sekunden über die Bahn. Nee, vergiss es. Schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Oh, guck mal hier. Da der Tetris 42 soll das, glaube ich, heißen, sagt, das ist der DBBR 218-304-4. Krass. Gut, komm, einmal probieren wir Stage 3 noch. Ich muss wissen. Oh Gott, fahr schnell. Du schaffst es, Junge. Ich muss wissen, wie Stage 4 aussieht. Oh, wie viele Züge kommen denn jetzt, sag mal? Also
Also ich frage mich, ob so ein Spiel halt irgendwie bei einem Game Jam entsteht oder so. Aber also dann halt nicht ein Game Jam, der irgendwie 2-3 Tage geht, sondern wahrscheinlich eher ein Game Jam, der 3 Stunden geht. Ach, davon kommen so viele Züge. Jay Rayner sagt auch ganz richtig, guck mal, was die Autos für Abstand halten. Junge, Alter. Sicherheitsabstand von 500 Metern. Wie heißt das Spiel? Das ist der Bahnübergangssimulator. Ja, 5 Autos haben wir schon mal. Jetzt kommt erstmal wieder keins. 45 Sekunden. Ich sag euch, das ist ein RNG-Spiel. Natürlich kommt ein Zug. Ich lasse jetzt drauf ankommen. Ich nehme meine Arme hoch. Mal gucken, was der Autofahrer macht. Putz, einfach reingefahren. Oh, Junge, was? Alter, habt ihr den Unfall gesehen? Physik des Todes. Die Space Frogs schreiben. Sehr schön. Grüße gehen raus an die Jungs. Ja, hey, was macht ihr so Schönes? Offenbar mir beim Stream zu gucken. Ich will jetzt nochmal einen Unfall. Das war ja einfach zu krass. Wobei, wir haben realistische Chancen, das zu schaffen. Nein, Junge, tu's nicht! Oh, Glück gehabt. Ich glaube, jetzt schaffen wir es. Ich lasse mal drauf ankommen. Ich will Stage 4 sehen. Sackgassenkind 89, bei 4 Schranken wäre ein 4-Spieler-Koop-Modus geil. In der Tat, das wäre er. Ich wäre sofort mit dabei. Guck mal, wir haben jetzt schon so viele Autos, dass... Und hinten kommen nochmal 3. Oh nein, ein Zug. Okay, nach dir kommt keiner mehr rüber. Okay, Steve schreibt. Ich kann nicht mal richtig schreiben, so hungrig. Ja, der Steve macht gerade was. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, ob das offiziell ist. Steve, sag mir mal, ob ich das erzählen darf. Oder ob das noch geheim ist. Guck mal, wir können es schaffen. 9 Autos schon drüber. Da kommen noch 2. 44 Sekunden noch. Yo. Ja, der Steve macht gerade beim Ramadan mit. Um mal zu schauen, wie das ist. Das heißt, er darf von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, yes, gewonnen, darf er nichts essen. Auch nichts trinken. Er darf nichts zu sich nehmen. Und da kann ich mir vorstellen, dass wenn man das nicht gewohnt ist, da knurrt der Magen. Also, weil, also ich sag mal so, essen, also nichts essen, Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, das schafft man vielleicht noch. Ist nicht schön, schafft man, aber nichts trinken, das ist halt hart. Oh, 3 Sterne haben wir bekommen, alter Falter. So, ich sag's euch, Stage 4. Try to pass maximum vehicles in less time and get maximum stars. Okay, cool, machen wir. Ah, oh, kommt direkt der Zug. Na toll. Okay, auf jeden Fall nach der Stage schauen wir uns auf jeden Fall das nächste Spiel an. Dieses Spiel ist so unfassbar spannend. Ah, da kommt ein Zug. Ach komm, Leute, wir legen es drauf an. Wir lassen die jetzt crashen. Was soll's? Putz, Junge! Oh, eine Explosion! Da war eine Explosion, Alter. Ist ja wie in Die Hard. Okay, gibt's hier eine Stage-Ausfahrt eigentlich? Oh, guck mal, wie viele Stages es gibt. Oh, die gucken wir uns jetzt mal ganz genau an. Wir haben hier 5, das ist auch nochmal Stadt. 6 ist nochmal dieselbe Stadt, nur aus einer anderen Perspektive. 7... Oh, mit einer Brücke. Krass. Die 8 ist ganz anders. 9 mit irgendeinem Hardcore-Zug. Die 10, 11. Alter, wie viele Stages gibt es denn hier? 15 Stages. 15 Stages. Naja, zu viel für mich. Ich sag mal so, Bahnübergangssimulator bewerte ich mit 2 von 4 Schranken. So.
gucken wir uns direkt mal, direkt mal das nächste Spiel an. Oh, der Steve sagt, auf Wiedersehen. Tschüss, Steve. Viel Erfolg beim Ramadan nennen.